Erster Punkt, diese Ayah gilt nicht nur für die Hukam, für die Führer, für die Obrigkeit. Zweiter Punkt, diese Ayah ist mehrdeutig, nicht eindeutig. Und nur die Khawarij bzw. Takfiris, sie interpretieren diese Ayah nach ihren Gelüsten, so wie es ihnen passt. Nicht wie die Wahrheit das hergibt, wie das Verständnis der Salafis, liebe Geschwister. Dritter Punkt. Diese Ayah beweist den kleinen Kufr. Und es ist Ijma', dass niemand wegen einer Sünde, Ungerechtigkeit, alleine vom Islam ausgeschlossen werden darf. Diese Ayah nochmal beweist den kleinen Kufr. Das heißt, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dieses sind die Ungläubigen, bedeutet der kleine Unglaube, nicht der große Unglaube, der einen aus der Religion herausbringt. Ibn Abbas, wenn du den Koran verstehen willst, brauchst du Ibn Abbas, radiallahu anhu. Er sagte über diese Ayah, und wer nicht nach dem richtet. Das ist ein Kufr, ein Unglaube, der einem nicht aus der Religion herausbringt.